Isolde Hehn aus Schleswig-Holstein pflegt seit vielen Jahren ihren Mann Peter. Der 80-Jährige leidet an Parkinson und Demenz. Im Sommer würde sie gerne in Urlaub fahren, ihren Mann in dieser Zeit in einer Kurzzeitpflege unterbringen. Bislang sucht sie vergeblich. 20 Heime hat sie schon angerufen. Als pflegende Angehörige steht einem das ja zu, ne? Aber auf der anderen Seite geht nicht. Wir haben keinen Platz. Das ist schon ganz schön blöd. Norbert Zobel betreibt in Lübten in Mecklenburg-Vorpommern verschiedene Pflegeeinrichtungen, unter anderem eine Kurzzeitpflege. Er sagt, die Plätze seien so rar, weil es sich für die Betreiber einfach nicht lohne, Kurzzeitpflege anzubieten. Niemand möchte auf seinen Kosten sitzen bleiben. Kurzzeitpflegeangebote haben immer mehr Aufwand an Personal, an administrativen, bürokratischen Aufgaben. Diesen Mehraufwand würden die Pflegekassen nur unzureichend bezahlen. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung erkennt das Problem an und verspricht Besserung. Wir kümmern uns darum, dass es Anreize gibt und Möglichkeiten gibt, dass der Wille des Gesetzgebers, nämlich ausreichend Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung zu stellen und vorzuhalten, dass dem auch nachgekommen wird. Für Isolde Hehn könnte das zu spät sein. Sie braucht bis Juli einen Platz für ihren Mann. Wenn sie den nicht findet, muss sie ihren Urlaub absagen.